Ja, hallo, ich bin jetzt gerade dabei, wieder zu gehen. Ich bin heute in der Früh von Ungarn nach Stockerau gefahren, um hier ein bisschen Wäsche zu waschen. Da, das sind die Wäsche, die ich gerade aufgehängt habe, um ein bisschen Ordnung zu machen. Da sind meine Koffer, habe ich schon zusammengepackt. Ich fahre jetzt wieder rein nach Wien und dann morgen nach Ungarn. Wir haben morgen in Ungarn wieder mit dem Gospelchor in Budapest ein Konzert. Und ja, da in der Küche habe ich auch ein bisschen sauber gemacht. Ihr seht ja ein bisschen meine Wohnung. Und ich werde jetzt meine Sachen packen und gehen. Ciao! Okay, wenn wir aufstehen, schließen wir die Beine, okay? Und 1, 2, 3, 4 und... So, ich bin jetzt mit meiner Schwester gerade im ORF-Zentrum oben angekommen und wir gehen jetzt da rein und schauen uns die Musical-Show an. Musical! Woo. So, da ist jetzt eine lange Schlange und wir müssen nicht lange stehen. Wir sind so frech und gehen ganz nach vorne und holen uns unsere Tickets. Die Schlange. Wir gehen jetzt zur Garderobe und geben unsere Sachen ab. Ja, die Show ist vorbei. Simone ist leider rausgeflogen. Wir sind jetzt noch hier im ORF-Zentrum und sie wird da gerade interviewt. Ja, aber es war eine tolle Show. Findet meine Schwester auch, oder? Ja. Ja, und wir gehen jetzt nach Hause. China, please, I'm a good girl, please.
oberösterreichischen Vorausscheidung für Österreichs Next Topmodel. Und ich habe es gerade noch geschafft, die Gewinnerin noch zu schnappen, bevor sie wegfahren ist. Hallihallo! Und wie ist es? Wie fühlt sich das an? Wahnsinn! Ich glaube sogar, das ist echt ein Wahnsinn! Aber der Johnny hat uns die Stimmung gemacht, also es war nicht schwer. Ja, das war nicht schwer. Und wir sehen uns dann wieder beim großen Finale. Ja. Wahnsinn! Gut. Ciao! Ja, ich muss mit irgendwem mit dem Auto zurückfahren nach Wien und ich weiß aber noch nicht mit wem. Und jetzt werde ich gleich da rausgehen und diese Person suchen oder rausfinden, wer das ist. Jo! Ich hocke gerade im Zug und fahre nach Wien rein, um ein Keyboard abzuholen, das ich dann heute am Abend für den Auftritt im Reigen brauchen werde. Ich habe gerade vorher ein bisschen Bibel gelesen und ein bisschen gebetet, weil ich sonst keine Zeit dazu finde. Ja, heute wird ein voller Tag. Es geht los. So, wir sind am Rathausplatz auf der Bühne und ihr geht jetzt gleich on stage. Seid ihr nervös? Geht's uns? Yeah! Wir gehen jetzt gleich auf die Bühne und wir werden sehr geil sein, gell? Wir sind da! So, ich habe mich schon umgezogen, wir haben gerade getanzt mit der Tanzschule Ruhr und jetzt gehe ich gleich auf die Bühne und werde was singen. Ja, das war der Silvester. Ich bin quasi von einer Bühne zur anderen, von einem Taxi ins andere, von einer Party zur anderen gehetzt die ganze Nacht durch und war einer der stressigsten Silvester, definitiv der stressigste Silvester, den ich je gehabt habe. Aber war ganz okay. Am nächsten Tag habe ich bis 12 geschlafen und danach habe ich mich gleich im Zug gehaut und bin nach Innsbruck gefahren. Ich hocke jetzt in der erste Class Lounge in Innsbruck. Hab gerade mein Snowboard abgeholt. Kommt hier von einem Freund aus Bord. Ist ein Burtonboard. Yeah. Und warte jetzt gerade auf meinen Zug nach Klagenfurt. Und da dabei Peanuts essen und Fotos bearbeiten. Ist ein nice Pick. Und ja, ich werde so um 1 in Klagenfurt ankommen und werden pennen gehen und ab morgen geht's dann ins Eisevergnügen. Ich bin jetzt mit meiner Family auf einer kleinen Berghütte neben Bleiburg auf der Petz. Wir haben heute den ersten Tag auf der Piste gehabt und es war super geil. Mir tut zwar alles weh, aber es war sehr cool. Und nächste Woche bringe ich euch ein paar Bilder von der Piste. Ciao!